Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Reform der Arbeitslosenversicherung ist zwingend notwendig. Das sagen wir auch als Linke. Danke an die Grünen, dass Sie im Grunde diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt haben, weil über den Vorschlag der Regierung hätten wir ja gar nicht drüber reden dürfen. Die Arbeitswelt hat in den letzten Jahren total geändert, komplett geändert an vielen Punkten. Und die Regierung und Herr Weiler tun so, als sei nichts passiert. Die letzte Arbeitslosenversicherung trägt den Risiken der heutigen Arbeitswelt kaum Rechnung. Allerdings, liebe Grünen, hätte ich mir gewünscht, dass Sie auch ein Wort dazu verlieren, dass weder prekäre Beschäftigungsverhältnisse noch die Lücke der Arbeitslosenversicherung ganz einfach so vom Himmel gefallen ist. Sie sind das Ergebnis falscher Politik und falscher politischer Entscheidung. Und das mit Ihrem Zutun leider. Wir müssen ehrlich sagen, es muss maßgebliche Folgen der Hartz-Gesetze, die einerseits die Beschäftigung unsicherer gemacht haben und die andererseits viele Löcher in der Arbeitslosenversicherung gerissen haben. Deshalb sind für uns Linke zwei Dinge absolut wichtig. Zum einen muss die Arbeitslosenversicherung reformiert werden und der Zugang zu ihr verbessert werden. Und zum anderen muss die Arbeit selbst wieder sicherer gemacht werden. Da dies noch nicht passiert ist, ist heute die Forderung der Grünen, kurzzeitige Beschäftigung und Selbstständige den Zugang zur Arbeitslosenversicherung zu erleichtern, doppelt wichtig. Oft sind genau diese Beschäftigungsgruppen nicht durch die Arbeitslosengeld I abgesichert. Sie rutschen bei Arbeitslosigkeit direkt in Hartz IV. Bei den Selbstständigen sind wir allerdings der Meinung, dass sich die zu zahlenden Beiträge zur Arbeitslosenversicherung an den erzielten Einkommen orientieren sollten. Was für alle anderen Beschäftigungsgruppen gilt, sollte auch für Selbstständige gelten. Das heißt, wer wenig verdient, zahlt wenig und wer viel verdient, zahlt auch viel. Ein weiterer Punkt ist die Weiterbildung. Die Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitslosen- und Weiterbildungsversicherung umzubauen, finden wir einfach zu pauschal. Ich frage mich, warum die Grünen nicht zunächst den bestehenden Systemen einen Rechtsanspruch für Weiterbildung gefordert haben, damit endlich an der Stelle auch was passiert. Wir als Linke finden diesen Punkt absolut wichtig. Es wäre doch ein naheliegender Schritt, bevor größere Vorhaben ganz einfach auch auf den Weg gebracht werden. Aus unserer Sicht muss die Zeit der Qualifizierung dringend finanziell besser gestellt werden. Viele Erwerbslose können es sich schlichtweg nicht leisten, über längere Zeit eine Weiterbildung zu absolvieren. Das Arbeitslosengeld ist zu niedrig, um die Familie gleichzeitig auch noch mit zu ernähren. Viele sind gezwungen, zusätzlich niedrig qualifizierte Arbeiten anzunehmen. Oft hängen sie so im Niedriglohnbereich fest und kehren schnell in die Arbeitslosigkeit zurück. Früher gab es bei Teilnahme an Bildungsmaßnahmen Unterhaltsgeld in Höhe von 73% des ehemaligen Nettoeinkommens. Die Weiterbildungsmaßnahmen galt als Anwartschaftszeit für Arbeitslosengeld. Und Auszubildende wurden nach der Ausbildung als Fachkräfte eingestuft. Das war doch alles richtig so gewesen damals. Eine gute Qualifizierung bringt zwar nicht automatisch einen guten Job, sie erhöht aber deutlich die Chancen dazu, auf einen besseren Job dann zu bekommen. Ich fasse zusammen. Liebe Grüne, Ihr Antrag geht aus unserer Sicht in die absolut richtige Richtung. Und von daher wünsche ich mir, dass es uns gelingt, gemeinsam hart daran zu arbeiten, dass sich endlich die Bedingungen für die Menschen in der Arbeitslosigkeit auch verbessern. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Markus Paschke, SPD-Fraktion.